Ich starte das Video gleich mal mit einer Community-Frage. Wie findest du dieses Format? Soll ich wieder Monatsfavoriten machen? Also eine Anzahl an Produkten, Filmen etc., was es eben so gibt, Podcasts, was ich bis jetzt halt so vorgestellt habe. Einmal im Monat so 5 bis 10 Sachen. Hast du da Bock drauf? Schreib das gerne unten mal in die Kommentare. Und wir legen los mit meinen Favoriten der letzten Zeit. Ich habe hier heute einen Schatten. Da, ich sehe ihn selber. Und er nervt mich. Naja, wir bekommen es ohnehin, oder? Also, wir übersehen das. Wir tun einfach so, als wenn der Schatten nicht da wäre. Alles klar. Ich möchte euch heute mal, also ich fange ja meistens immer so an, dass ich euch die Sachen zuerst zeige, die ich nicht in die Kamera halten kann. Und das ist an der Stelle Ben Bernschneider. Ich bin voll bei ihm hängen geblieben. Und er macht Outfit of the Days. Ich glaube, das sind nicht mehr irgendwie Outfits, die er wirklich jetzt trägt, so, sondern er nimmt die inzwischen so auf, weil er halt einfach Geschmack hat. Aber soweit, dass er irgendwie andere Leute einkleiden würde, geht's halt nicht. Er ist Laser, er ist Analogfotograf und die Geschichte ist die. Ihr wisst ja, ich liebe Scheitern für Anfänger. Kann ich euch auch empfehlen, YouTube-Kanal. Und Maggie Messer, die macht ja auch Scheitern für Anfänger. Die hat Bernschneider vor 5 Jahren schon interviewt. Und da redet er im Interview, ich fand das so witzig, von 10.000 Abonnenten auf Instagram. Jetzt hat der Mann, der hat alleine im letzten Monat 100.000 Abonnenten gemacht. Jetzt hat er gerade 255.000 Abonnenten. Wie krass ist das bitte? Aber der macht es halt auch einfach richtig gut. Und anhand dessen, und jetzt kommt auch gleich schon der nächste Favorit, habe ich einfach wieder so ein bisschen Kleidung zu schätzen bemerkt. Also so ein bisschen rumexperimentieren, selbst das ein oder andere Reel aufnehmen. Und da möchte ich erstmal ein klein bisschen Eigenwerbung einbauen für mein Instagram-Profil. Ich bin nicht so regelmäßig drauf, ich weiß. Ich soll es regelmäßiger machen. Aber ich schaffe es nicht. Ich verlinke jetzt trotzdem mal mein Instagram-Profil. Das findest du so oder so immer unten in der Infobox. Oder du gibst einfach bei Instagram die kleine Coco ein. Dann wirst du so bei mir landen. Und durch ja, dieses sich mit Kleidung beschäftigen möchtest, dass ich das bei Bernschneider gesehen habe, habe ich halt einfach auch wieder Bock auf einzelne Kleidungsstücke und ältere Sachen, die ich schon länger habe, wie beispielsweise diese Kette. Das ist, eine Gabel, so ein Kopf von der Gabel. Und das habe ich mir mal am Markt gekauft. Wir haben einmal im Jahr Kulturufer. Und die habe ich schon echt super lange. Die ist aus Silber, die ist leider extrem angelaufen. Und ja, ich schätze dieses Teil wirklich. Also bei mir kommt auch nur noch Schmuck ins Haus, der langlebig ist, wie beispielsweise dieser Holzring oder eben Silberschmuck. Aber nichts mehr, was irgendwie verfärben kann, was den Hals verfärben kann. Da versuche ich halt wirklich, ja, ich trage auch gerne wieder Schmuck. Das ist echt super. Also das wertet halt eben auch deine Klamotte auf. Und meine Lieblingshose, das zeige ich euch jetzt in einem Reel, das ich jetzt hier auch einblenden werde, ist halt diese Stoffhose, die ich mir mal vor, lass mich nicht lügen, 2 Jahren bei Topdoc gekauft habe. Die hat halt schon gut Geld gekostet und da habe ich für 2 Hosen, ein BH, da habe ich schon ganz schön viel Geld da gelassen. Aber es hat sich gelohnt. Seitdem liebe ich diese Hose und möchte sie halt echt nicht mehr missen. Und ja. Also ich besorge mir da auf jeden Fall nochmal eine, wenn es sowas in der Art gibt. Ansonsten bin ich gerade so ein bisschen auf dem Film bezüglich Anzughosen, aber man hat da auch schon bemerkt, so Sarah-Anzughosen in 42 sind keine echten 42, ja, der muss schon 44 tragen. Ich habe schon ein bisschen was mir bestellt gehabt bei Selfie, musste ich alles wieder zurückschicken, weil es sowas von unbequem war, das ist ja richtig heftig.
Die Schuhe bei Selby, ich habe ja schon gesagt, ich habe ein bisschen bestellt, wovon ich einen Teil halt einfach auch wieder zurückschicken musste, leider. Und es tut bei Selby schon weh, weil du musst bei Selby dann 5 Euro bezahlen und das wird dann bei den Klamotten abgezogen, was du zurückschickst. Und das ist nicht immer geschickt, muss ich an der Stelle auch sagen, weil ich habe in der letzten Bestellung, die ich gemacht habe, da war auch was übrig, aber das wäre weniger wie 5 Euro gewesen. Und was willst du da noch 5 Euro abziehen? Ich habe das dann behalten, ziehe es schon an, aber naja. Auf was ich raus möchte, ist, das sind Athletics-Schuhe. Nachhaltige Chucks sozusagen. Ich musste dieses Jahr 2 Paar Schuhe wegschmeißen, weil sie sich aufgelöst haben. Hätte ich mir doch gerne mal wieder was gegönnt. Und die haben mich 3 Euro gekostet, weil sie ein bisschen verfärbt waren. Sie waren wirklich ein bisschen verfärbt und dann wurde das gleich nur noch gut genau. Und ihr seht den Schuh, der war an der Sohle, war ein bisschen verfärbt auch. Da war, hier vorne war ein leichter Dreckstrich. Ihr kennt das von den Schuhen, wenn ihr da ein bisschen die benutzt, dann sind die ja relativ schnell dreckig. Ich liebe die. Ich liebe die und die passen halt echt super gut zu der Hose. Um 3 Euro. Also, das hätte ich jetzt echt auch nicht gedacht, so, wisst ihr, wie ich meine. Weil Athletics, du zahlst schon im Schnitt 50 Euro. Und ich habe die für 3 Euro. Also ich sag euch wirklich, es lohnt sich so sehr, sich secondhandmäßig halt einzukleiden. Denn vieles ist halt wirklich schon auf dem Markt. Leute, ich brauche euch nicht zu sagen, es ist heiß. Ich bin kein Weltmeister in genug trinken. Aber solche Sachen hier helfen mir dabei. Das ist Tee, den man kalt aufgießt. Der hat ein bisschen Kalorien. Da muss irgendein Süßungsmittel drin sein. Also so ein bisschen Kalorien hat er. Lass mich kurz gucken. Nicht der Rede wert, auf 100 Milliliter 2 Kilokalorien. Klar, eine Cola Zero hat weniger. Aber das ist zum Beispiel sehr schnell gemacht und schätze ich wirklich sehr. Kaufe ich mir immer wieder mal. Gerade finde ich nur die Sorte bei mir am Edeka und den habe ich bei Lidl gefunden, aber beim letzten Mal Lidl schon nicht mehr. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr selber so ein bisschen Probleme habt, Wasser, genug Wasser zu trinken. Ich bin da nämlich echt schlimm, was sowas betrifft. Das weltbeste Shampoo habe ich schon mal hier auf dem Kanal vorgestellt. Glaube ich mal zumindest. Muss mal gucken, wenn ich das Video finde, dann verlinke ich es euch. Das von Balea ist noch ein bisschen besser, weil es Niacinamid hat. Aber das lebe ich voll. Ich habe 2 in der Reserve. Ich probiere jetzt die anderen Shampoos davon auch noch aus. Aber ich merke halt immer mehr, dass ich am klarsten komme, wenn was nach nichts riecht. Und das ist halt die nach nichts riechende Variante. Dann gibt es nämlich noch die unterschiedlichsten, irgendwie mit Tutomea. Ich habe mir die geholt. Das sind 3 Stück, glaube ich. Ja, es ist, die Größe von dem Shampoo ist auch nicht so super krass groß. Allerdings reinigt es ziemlich harsch. Ich würde das nicht für jeden Tag verwenden, dieses Slogan drin drauf. Naja, wenn du Probleme hast und damit jeden Tag deine Haare wäschst, da tust du dir echt keinen Gefallen. Aber ansonsten ist es halt ein richtig, richtig gutes Produkt. Und wenn du meinst, dir jeden Tag die Haare waschen zu müssen, verdünn das. Mach's dünner, ne? Also nicht pur auf den Kopf kämen, sondern verdünnen. Dann ist das weniger schlimm, definitiv. Ich verwende das einmal pro Woche. Es reinigt einwandfrei. Ich liebe das Shampoo, wie gesagt, und habe da jetzt auch schon zwei Packungen leer gemacht. Also man merkt schon, und nachgekauft habe ich es mir jetzt auch schon wieder. Die Sonne brennt und bitte schützt euch auch am Rest des Körpers. Da bin ich ein bisschen nachlässig, muss ich sagen. Gerade was die Arme betrifft. Sowas sollte ich viel regelmäßiger nutzen. Und davon habe ich auch schon 2 Packungen leer gemacht und habe auch jetzt wieder eine da. Ich komme richtig gut damit klar. Da gibt es auch jetzt eine Variante mit 50 plus.
Da dürften dann andere Filter drin sein oder zusätzlich noch irgendwelche Filter. Kann ich jetzt auswendig nicht sagen. Ich habe die 50er-Variante, habe mir jetzt auch wieder die 50er-Variante nachgekauft. Und daran merkt man auch so ein bisschen meine Tendenz zu Sachen brauchen, bei mir nicht zu riechen. Das muss überhaupt nicht sein. Und das hat einfach ein solides Produkt. Und ich bin, glaube ich, wirklich bei dem hier hängen geblieben. Das kommt mir nächstes Jahr dann wieder in die Tüte. Genauso die Sonnencreme hier, das kann wirklich ein Oldie but Goldie werden. Lustigerweise, diese hellblau-weiße. Ich weiß immer noch nicht genau, was da der Unterschied ist, aber da gibt es einen Unterschied. Denn die performt auf meiner Haut wesentlich besser als die hellblau-weiße. Die schuppt sich irgendwann bei mir von der Haut runter. Klar, die macht es auch ein bisschen, das merke ich hier mal im Haaransatz. So ein bisschen macht sie das auch, aber um Längen nicht so schlimm wie die andere. Und für 5 Euro kannst du wirklich nichts sagen und die kommt bei mir eigentlich grundsätzlich immer mit. Es gibt ein Dupe bei Balea, müsste mal bei der Shenya auf dem Instagram-Profil gucken. Ich habe da irgendwas vorgestellt, aber ich habe mir das jetzt nicht gemerkt, weil ich mir die schon eben nachgekauft hatte und noch eine halbe Packung eben in meinem Badezimmerschrank habe. Aber ich kann die empfehlen und die wirkt einfach auf der Hand, wenn, auf der Haut, wenn ihr auch Probleme habt mit diesem Runterschuppen. Die funktioniert irgendwie anders. Fragt mich nicht wieso, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch eine Frage an euch. Soll ich mal ein Parfümsammlungsvideo machen, also wo alle Parfums in einem Video zu sehen sind? Ich habe halt Dupes, ne? Und kann halt zu den Dupes dann immer nur kurz was sagen, aber falls ihr da Bock drauf habt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Hier soll, also ist die 22 und ich merke einfach, das verwende ich gerade richtig gerne und richtig viel. Lustigerweise ging das bei mir ein bisschen runter. Jetzt habe ich es die letzte Zeit viel verwendet und ich liebe den Duft einfach. Das soll La Vie est Belle sein von Lancôme. Und ich habe das bei einem anderen auch schon gemerkt, irgendwie, dass ich einen Hang zu diesen Lancôme-Düften habe. Finde ich total interessant. Lancôme würde ich mir natürlich so nicht kaufen, aber Larisse ist da eigentlich eine richtig gute Alternative für weniger Geld. Und ich finde, diese Düfte, die arbeiten halt auf der Haut richtig gut. Also da gibt es dann eben Kopf, Herz und Basisnote, die gibt es da auf jeden Fall. Da ist der Duft nicht gleich weg, also die Qualität ist von denen richtig, richtig gut. Und man sieht sie ja auch hier im Hintergrund stehen, also ich habe da das ein oder andere. Und momentan favorisiere ich halt mal wieder die 22 und feiere die so richtig. Ich habe aber noch ein Parfum und zwar La Rive Glow. Ich habe mit den La Rive Düften anfänglich immer Probleme gehabt, es spiegelt sich. Die ersten Düfte, wo ich da ausprobiert habe, waren auch in der Drogerie echt schwierig und das hier ist auch so eins, wenn du direkt daran riechst, riechst du nichts Gutes. Da ist wie so ein Schleier auf dem Duft drauf. Man riecht Alkohol. Also es ist ganz merkwürdig. Und ich habe anfänglich, als ich die mir immer, also als ich an denen gerochen habe, in der Drogerie mal gedacht, was finden alle an den Düften? Die riechen doch scheiße. Und als ich dann zu Hause war, habe ich dann gemerkt, so, ah ja, okay, du brauchst ein bisschen. Und ich habe dann gemerkt, dass es nicht bei jedem Duft gleich ist und auch die Haltbarkeit nicht bei jedem Duft gleich ist. Ich habe mir jetzt so kurz einen Glow gekauft. Ich finde, das ist so ein richtig schöner, erfrischender Duft. Ich weiß nicht genau, welcher Duft da dahinter steckt. La Rive macht nämlich auch Zwillinge und es muss anscheinend ein Chanel-Duft sein. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr da mehr wisst. Ich finde, der ist so schön. Es riecht nach frisch gewaschen, es riecht aber auch gleichzeitig nach Blumenwiese. Ein bisschen Grapefruit riecht man auch. Es ist floral, es ist aber auch pudrig, es ist frisch. Ich finde es richtig toll und ich habe mir den Duft, müsst ihr euch vorstellen, blind gekauft. Ich habe schon so ein bisschen Schiss gehabt, weil das ja eine große Packung ist mit 100 Milliliter und die Parfums sind eben auch teurer geworden. Die haben lange nur 6 Euro gekostet, jetzt zahlt man im Schnitt schon 8 bis 9 Euro. Da dachte ich halt schon so, Arsch, vielleicht. Ich bin da wirklich mal anhand nur nach dieser Auflistung gegangen, so Kopf, Herz, Basisnote, was kann der Duft? Ah, könnte mich interessieren. Und Gott sei Dank, es hat funktioniert. Also La Rive
Glow könnt ihr euch mal angucken. Aber den muss man definitiv nachtragen, denn der hält nicht so lange. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jemals noch irgendwie sowas in die Kamera zeige. Ich habe mir von Rival de Loupe gegönnt und eine Palette, die heißt Bronze Mood irgendwie. Es sind ein paar schimmerige Sachen dabei. In meinem Alter sollte man nicht mehr so viel Schimmer auftragen, aber es geht. Dieser dunkle hier, den hatte ich auch schon als Eyeliner drauf. Aber ich finde den Rest auch ziemlich ansprechend und passend. Und das sind halt im Moment genau meine Farben. Dieses Rötliche ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber auch damit werde ich mal rumprobieren. Ich finde die auch von der Intensität richtig gut. Was hat das gekostet? Auch um die 5 Euro? 5 oder 6 Euro? Kannst du nichts sagen. Und da ich mir schon gefühlt ewig keine Lidschatten mehr gekauft habe, durfte das mal mit. Da habe ich doch eine Sache vergessen. Und zwar meine neue Handtasche. Und ja, das ist eine Ledertasche, eine gebrauchte. Na, also ich habe aber das, ich habe mit Handtaschen meine Probleme und mir ist auch gleich hier der Verschluss kaputt gegangen. Habe das aber repariert mit einem Ring von einem Schlüsselanhänger. Ich war unterwegs und habe dann einfach einen Schlüsselanhängerring reingezogen. Habe ich mir hier auch reingezogen, falls der andere, da war nämlich so ein Verschluss hier dran. Falls der andere Verschluss kaputt gehen sollte, dass ich das dann auch gleich machen kann. Aber ja, Ledertasche. Und gebrauchtes Leder kaufe ich mir ja. Das ist mir ja wichtig. Denn ich muss ehrlich sein, ich habe jetzt über Jahre hinweg Kunstledertaschen gehabt. Und ich habe die regelmäßig austauschen müssen, weil das halt einfach irgendwann mal so ekelhaft abgeplatzt ist. Klar, es waren immer die zwei Taschen und die zwei Taschen, ja, jetzt von anderer Stelle schon gehört, haben nicht die allerbeste Quali. Und jetzt bin ich erstmal mit der hier unterwegs, die eben hier ganz gut vernäht ist. Was habe ich gezahlt? 23 Euro. Das ist eben auch gebraucht. Die könnten ein bisschen größer sein. Also ich glaube, so auf Dauer wird es nichts mit uns. Denn die ist halt einfach mir zu klein. Ich brauche halt schon so richtig große Taschen. Und wenn mal Secondhand mir was Größeres begegnen sollte. Und ja, wieder Leder. Denn ich habe einfach keine Lust, ständig meine Taschen auszutauschen. Ich musste wirklich jedes Jahr mir eine neue Tasche kaufen. Und das ist auch jedes Mal Geld. Weil die halt mir kaputt gegangen sind. Ne? Und jetzt ist es halt mal eine Ledertasche und ich gebe das offen und ehrlich zu, solche Gebrauchsgegenstände wie Gürtel, Schuhe und Taschen immer wieder aus Leder, wenn das Sachen sein sollen, die ein bisschen länger halten. Leder hält ein bisschen länger. Und auch hier ist halt meine Devise, ich nenne mich trotzdem Veganerin, wenn es gebrauchtes Leder ist, was schon auf dem Markt ist, dann ist es vollkommen in Ordnung. Last but not least, Isana Med, dieses beruhigende Intensivserum. Mag ich echt gerne. Ne? Also wieder basic, riecht nach nichts, wurde von mir nachgekauft. Ist zwar erst einmal nachgekauft worden, aber ihr wisst ja, ich probiere viel rum, weil ich einfach auch so ein bisschen für euch testen möchte. Und nichtsdestotrotz hat das halt wieder in meine Routine geschafft und ich finde es halt richtig, eine richtig tolle Sache. Und besonders, wenn man halt lange an der Sonne war, klar, auch seinen Sonnenschutz drauf hatte, ne, und das dann im Nachhinein drauf macht, finde ich das halt richtig, eine richtig tolle Angelegenheit. Ist parfümfrei, man merkt es ja auch an diesem sehr cleanen Äußeren. Ich komme einfach mit solchen Produkten echt am allerbesten klar. Und das merkt man halt einfach. Und ich merke immer mehr, dass ich wahnsinnig viel Rossmann-Produkte echt gerne mag. Und das ist auch eins davon. Jetzt seid ihr wieder gefragt, was waren eure Favoriten der letzten Zeit? Ihr kennt meine Fragen, die ich im Video gestellt habe. Wie steht ihr zu dem Format? Soll ich das öfters machen? Und was war meine zweite Frage? Ah, meine Parfümsammlung. Habt ihr Bock auf einem Video nur mit meinen Parfums? Schreibt es gerne unten mal in die Kommentare. Ich sage danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.